Jo, hallihallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück hier zu Railway Empire 2. Und wir machen quasi an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Obwohl ich schon 3 Trials hinter mir habe, ne? Hab dann immer wieder neu geladen, weil ich nicht zufrieden gewesen bin. Beim dritten Try war es so, dass ich dann vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Gut, jetzt Nummer 4 und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr in die Hose geht. Die ersten 2 Tries, da hat es am Geld gelegen. Deswegen, ich bin jetzt nicht ganz blind hier und werde jetzt erstmal die ganzen Zuglinien hier löschen, um uns dementsprechend ein bisschen neu aufzustellen. Ich werde auch einige Schienen wegnehmen. Und auch den Bahnhof beim Zugger, quasi hier bei der Campus Station. Aber ganz zuerst... Nee, komm, wir machen erst hier mal den Bahnhof weg. Da bekommen wir schon mal 425.000. Warum? Das werde ich... Da werden wir gleich dazu kommen. So, das hier auch noch weg. So, und da haben wir erstmal ein bisschen Kapital, ne? So. Das war ja in den letzten Folgen schon immer knapp, das Geld, aber da haben wir es immer noch so einigermaßen hinbekommen. Okay. Nämlich der Grund dafür ist, wir müssen uns ja hier die Mittelatlantikstaaten kaufen. Okay. Fleischindustrie in Boston. Der Bürgermeister der Stadt hat dein Büro kontaktiert. Die Industrie befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand. Es wird ein Investor gesucht, der die Industrie zum Vorzugspreis von 181.835 übernimmt und auf Vordermann bringt. Es findet eine Auktion statt. Nee, komm, das lassen wir erstmal. Genau. Wir müssen ja hier das Gebiet kaufen. Warum geht das jetzt gerade nicht? Ja, gute Frage, ne? Also, wir werden wahrscheinlich, weil wir keine Züge haben. So, hier machen wir auch noch weg. Ja, obwohl, weiß ich nicht so richtig, ne? Könnten wir auch lassen. Wir versuchen es erstmal so. Okay, wir holen uns hier gleich mal den Speisewagen. Den hatte ich auch schon jedes Mal geholt. So, damit wir also Passagiere, die Tickets für Passagiere um 25% erhöhen können, ne? So. Okay. Dann geht's jetzt los. Sollten wir nicht lange warten, ehe das Geld wieder weniger wird. Also, wir machen jetzt erstmal 2 Expresslinien. Speisewagen ran und den Postwagen ran. Und dann geht's los hier in Portland nach Boston, nach Albany und Syracuse. So, let's go. Und dann machen wir noch eine zweite aus der anderen Richtung, auch mit dem Firefly. Der ist ja für Express gedacht. Auch Post- und Speisewagen ran. Jedes Mal 25% mehr Erlös, ne? Einnahmen. So, Buffalo. Albany. Boston und Portland. So. Dann ist das schon mal versorgt und wir können wieder Geld einnehmen.
So, die Züge werden sich auch nicht großartig behindern, das ist gut. Und jetzt können wir das jetzt freischalten, jawohl. 343.000, dann gehört es uns, das Gebiet. Also, was heißt uns? Aber wir können uns hier dann jetzt vervielfältigen, ne? Also uns erweitern hier, expandieren. Und genau, wir haben ja auch unseren Konkurrenten, der wird uns gleich mal begrüßen. Und wir gucken jetzt erstmal, dass wir New York hier angebunden kriegen, ne? An den Bahnhof hier lässt er uns erstmal nicht ran, also wir müssen unseren eigenen Bahnhof hier bauen. So, und den hatte ich mir auch schon ausgeklügelt, den stellen wir so hier hin, ne? Genau, weil das ist am besten. Warum, sehen wir ja dann gleich. Ha! So lernt man sich also kennen. Wir wurden einander noch nicht vorgestellt, aber eigentlich musst du nur eines wissen. Hier unten geht nichts ohne meine Zustimmung. Solange du mir in meinem Revier nicht in die Quere kommst, haben wir kein Problem miteinander. Igitt! Was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Schenken Sie diesem Rüpel am besten erstmal keine Beachtung. Konzentrieren Sie sich darauf, Geld zu verdienen. Genau. Wir müssen Geld verdienen. Und ich würde fast sagen, dass wir jetzt hier... Ich weiß nicht, ob ich das hier abreißen soll, ne? Es ist schon irgendwie... Gut, hier haben wir auch Kühe, ne? Na komm, wir setzen erstmal die Schienen an und dann schauen wir mal, wie viel Einnahmen wir an dessen haben. So, und zwar... Ja, jetzt habe ich wieder das Problem. Ich möchte hier noch einen Bahnhof hinstellen, ne? Dann haben wir das auch gleich angebunden hier. Von vornherein schon nicht. Von daher müssen wir gleich ein bisschen schräg gehen. Können wir das erstmal nicht parallel machen, aber ist auch nicht so schlimm, ne? Gut. So sollte es aber funktionieren. Gut. Ich hoffe, dass wir gleich wieder was einnehmen hier. Farben tun sie ja wie verrückt, aber... hier los? Will keiner mitfahren oder was? Na gut, wir hatten mehr Pause als alles andere jetzt, ne? Wird sich gleich zeigen. Die müssen erstmal ein bisschen was befördern jetzt. Unsere beiden Expresslinien. Der in Boston durchgefahren. Achso, weil er in Portland wieder anfängt, oder was? Hm. Komisch, ne? Ja, ich sag ja, so richtig sehe ich hier mit dem Gemacher noch nicht durch. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht so schwer ist, aber
das will mir noch nicht so ganz richtig in den Kopf, ne? Einigermaßen schon, aber... So, was haben wir hier? Boston und Albany Railroad. Neuer Rekord. Firefly erreicht 48 km/h. Die Lokomotive der Eisenbahngesellschaft Boston and Albany Railroad erzielte am gestrigen Tag die neue Rekordgeschwindigkeit. Dabei war der Zug auf einer Hauptverbindungsstrecke unterwegs. Auf den bahnbrechenden Rekord wurde anschließend mit Bier und Whisky angestoßen. Wir können gespannt sein, wann der nächste Rekord erreicht wird. Doch langsam ist es fraglich, wie schnell so eine Lokomotive noch werden kann und wo uns der Fortschritt eines Tages hinführen wird. Gut, jetzt geht es auch langsam los hier. Der macht plus 8500 schon mal. Das sollte so sein, ne? Aber das sieht gut aus. Jetzt hört aber den Boston an, oder? Das sieht gut aus. Ja, übrigens, das habe ich jetzt ganz verschwitzt. Und zwar können wir hier mal schnell gucken. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, die ganze Zeit hier übersehen. Oder, ja, keine Ahnung, aber besser spät als nie, sage ich immer, ne? Wir haben hier jetzt hier also doch eine Zeitbegrenzung zu stehen. Ich weiß nicht, ob das die ganze Zeit schon so war oder... Aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall haben wir ja hier, wie wir sehen, bis Dezember 1837 Zeit. Die Aufgaben hier zu erfüllen. Und hier haben wir optionale Aufgaben, die wir ja nicht unbedingt erfüllen müssen. Das wäre natürlich cool, wenn wir es schaffen, ne? Aber das sind optionale Aufgaben, die können wir schaffen, müssen wir aber nicht. Da werden wir nicht bestraft dafür. Und scheitern daran. Ja, aber wir werden es ins Auge fassen, dass wir schaffen. Da haben wir ja allerdings aber bis 39 Zeit und schauen wir mal, ne? Aber erstmal haben die Hauptquests die höhere Priorität. So, ich hoffe, dass wir gleich die Schienen bauen können. 135.000 brauchen wir. Gut, wir könnten vielleicht erstmal ins Auge fassen. Warte mal, aber wir können ja hier auf dem Bahnhof erstmal verkaufen, weil den brauchen wir ja eigentlich nicht. Also zumindest erstmal brauchen wir nicht. So, da haben wir ja wieder 37.000 mehr. Und da können wir jetzt die Schienen erstmal klar machen. So. Dann haben wir hier schon mal Wolle und Holz. Genau. Und jetzt haben wir die drei Schienen. Also jetzt haben wir die dritte und die zweite gekauft und die erste haben wir ja sowieso, ne? Genau. Gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns daran machen, jetzt hier an der dritten Schiene weiter hier in Richtung ist ganz schön groß, ne? Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Das sieht schon besser aus. Definitiv. Genau, und hier sind wir auch gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir hier so einen blinden Tunnel reinbauen, ne?
Nicht gut. Alter, das geht ja gar nicht. Fällt mir nicht so nah. Das gefällt mir noch nicht so. Nee, das wollte ich auch nicht. Hier an die Erde ran. So, vielleicht sollten wir erstmal versuchen, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Wieder blöd, ne? Alter. Kriegen wir das nicht irgendwie günstiger hin? Ja, das ist ein ziemlich unwegiges Gelände hier, ne? Ja, günstiger werden wir nicht kommen. Außerdem müssen wir ja die Schiene hier am Bahnhof auch kaufen, ne? Minus 4% Gefälle, ne? Ja, komm, wir lassen das jetzt so. Günstiger werden wir es nicht bekommen, ne? So, dann kann es wieder weitergehen hier. Oh, 23.000. Das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Haben wir hier irgendwo Äpfel? Wir brauchen auch noch Salz dann, ne? Ich glaube, New York ist das, sollen wir ja mit Salz bliebern. Müssen wir auch noch irgendwie rankommen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich mache jetzt Folgendes, Leute. Ich werde jetzt hier die Schiene erstmal wegmachen. Den
Bahnhof wegmachen. Und Peristop mache ich auch weg. 397, das ist doch gut. Das ist gut. Können wir die Schienen hier auch wegmachen. So. Gut, okay. Dann können wir jetzt hier erstmal weitermachen. Und schon wieder 243.000 weg. Und dann würde ich nämlich jetzt... Brauchen wir uns ja die Schiene erstmal nicht mehr kaufen. Das wird jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so kompliziert in Bezug auf die Begebenheiten hier. Von der Fläche her. Und dann gehe ich nämlich hier... an die Weiche ran, ne? So, dann sind wir bei 110.000. Machen wir. So, dann haben wir das schon mal angeschlossen. Dann können wir jetzt schon mal sagen, ich würde sagen, dass der von Syrakus jetzt auch genau, der fährt nach Syrakus und dann soll er nach New York. Ja, eigentlich erst noch mal nach Albany, ne? Warte mal. Der soll nach Syrakus nach Albany, dann soll er nach New York, dann nach Boston. Und dann geht es ja in Portland wieder weiter, ne? Normalerweise. So, die nächste Tour wird er dann sicherlich so fahren. Dann könnten wir uns jetzt schon mal um eine Güterlinie kümmern, dass die New York, vor allen Dingen New York, beliefert, ne? So, diesmal Fracht. Lokomotive nehmen wir. Wir nehmen die John Bull, machen hier den Kühlwagen ran. So, wir brauchen, das weiß ich von vorhin schon, wir brauchen in New York auf jeden Fall Mais und den werden wir hier bevorzugen. So, dann kann der eigentlich... Gut, schade, dass der von hier nicht zum Adams Bahnhof kann, ne? Aber wir können es vielleicht... Ja, der soll von Howard Rust... Soll der... Ich würde schon erstmal sagen nach New York. So.
Okay, ich muss das erst bestätigen. So, dahin. Bringt auf jeden Fall schon mal den Mais hier hin, ne? So. Und dann soll der weiter nach Osten und nach Portland. So, und dann nach Albany. Nach Albany. Dann wieder Howard Rust, ne? Ja gut, nee, der wird dann von Albany weiterfahren und müsste ja dann dieselbe Strecke wiederfahren. Also können wir das, glaube ich, so lassen. Wir beobachten das mal. So, sind jetzt natürlich auch wieder mehr Kosten. Wir brauchen mehr Arbeiter und so weiter, ne? Ich hätte vielleicht auch hier... Warum kriege ich denn hier wieder die Anschlussprämie nicht? Vielleicht sollten wir ja so lange wie wir die Möglichkeit haben nach noch einem Frachtzug Ausschau halten, uns einen besorgen. Werden wir jetzt am besten von hier, genau, erstmal nach New York. Dann von New York von New York hier zu Anderson Rust und wieder nach New York, dann nach Boston, nach Portland. So, dann wieder nach Albany. Irgendwie nach Syracuse und dann wieder vom Adams Bahnhof anfangen, ne? So, schauen wir mal, ob das funktioniert. So, Zucker bräuchten wir auch. Genau, und hier, ne, der ist es wahrscheinlich nicht. Genau, von denen hier. Howard Rust, Albany. Der, ne, das ist nicht der richtige. War das der hier? Ja. Anderson Rust soll der erstmal Holz bevorzugen, ne? Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt.
Tja, wir müssten auch gucken, dass wir hier Versorgungstürme wenigstens hinstellen, ne? Wir denken vielleicht hier ein. Dann sollten wir hier auf jeden Fall auch noch einen stellen, ne? So. Und dann sollten wir vielleicht in New York auch noch ein Wartungsdepot ranmachen. So. Damit wir nicht erst jede Menge Pannen haben. Gut, Boston sinkt gerade. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Was wird denn in Boston gebraucht? Mais auch, ne? Ja, gar nicht so einfach. Fährt er wieder mit seinem Gemüse jetzt zurück oder was? Das ist natürlich schlecht. Jetzt muss ich den mal beobachten. Der fährt jetzt nach New York City, ne? Und hier wird auch Gemüse gebraucht. Ja. Warum liefert der denn dann nicht ab? Muss ich das verstehen? Den werden wir nochmal umstrukturieren. Obwohl.
gucken, ob der jetzt abliefert. Oh, Plus gemacht. Okay, endlich liefert er ab. Ah ja, jetzt fährt er nach Anderson Rust und das müsste er normalerweise dann auch wieder nach New York bringen. Jetzt eigentlich Holz erlangen, das klappt auch ganz gut. Sehr gut. Gut, jetzt fährt er nach Boston weiter.
Okay, wir können in der Zwischenzeit mal hier reingucken. Hier haben wir einen Dienstwagen. Der erlaubt einer Zuglinie die Verwendung des Dienstwagens, wodurch sich die Effizienz aller Mitarbeiter um 10% erhöht. So, sagen das nehmen wir erstmal. So, jetzt haben wir noch 280. Ja komm, dann nehmen wir uns halt. So, die hier erstmal oder den Spion. Beziehungsweise Saboteur. Okay, aber die machen beide keinen Plus, ne? Wird denn der denn Mais nicht los? Genau so ein Ding, ne? Der fährt wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem Mais vor mir. Das muss ich nicht verstehen, wa? Jetzt lädt er den Mais auch endlich ab. So. New York wächst auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Wir brauchen 70.000. Und knapp 66.000 haben wir. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt gucken, dass wir nach Philadelphia kommen. Denn wir sollen ja zwischen Boston und Philadelphia einen Zug haben, der den Express-Status hat. So. Philadelphia. Wie kriegen wir den jetzt am blödesten hier rein?